Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Grade. Wir werden heute das perfekte Steak grillen. Und zwar nach drei Anleitungen von drei YouTubern bzw. YouTube-Videos, die behaupten, das perfekte Steak bzw. die Anleitung für das perfekte Steak zu liefern. Und das sind heute unsere Testkandidaten, die Sizzle Brothers. Die treten an gegen Rub & Smoke und gegen Don Kane, nämlich vertreten durch Oliver Sievers. Und das bedeutet, wir haben hier heute einen Grill-Weltmeister mit dabei. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch dieses Video wieder nutzen, um zu schauen, gibt es vielleicht den ein oder anderen Tipp, den meine Wenigkeit da noch mit dazugeben kann. Und ich gehe ganz stark davon aus, los geht's. Starten wir direkt mit dem ersten Schritt. Im Video von Rub & Smoke wird erwähnt, man sollte auf das richtige Steak achten. Er sagt dort, man sollte zum Beispiel ein Ribeye Steak nehmen, weil das eins der beliebtesten Steaks ist. Würde ich auch so mit unterschreiben. Wir haben trotzdem jetzt hier Rumpsteaks liegen. Die unterscheiden sich gar nicht so sehr von einem Ribeye, denn der Hauptmuskel des Ribeyes ist letztendlich derselbe Muskel, der hier auch sich im Rumpsteak wiederfindet. Ich persönlich würde sagen, noch wichtiger als die Wahl des Steak Cuts ist die Steak Qualität. Wird leider auch in keinem dieser Videos angesprochen, aber für das perfekte Steak brauche ich natürlich auch das perfekte Ausgangsmaterial. Aus einem zähen Ausgangssteak mache ich niemals ein wirklich geschmackvolles, gutes Steak. Für unseren Vergleich haben wir jetzt aber auf jeden Fall einmal die gleichen Stücke verwendet und ganz klassisches argentinisches Rumpsteak gewählt, weil das Steak ist, was in Deutschland am meisten gekauft und verzehrt wird. Wir wollen ja in dieser Videoreihe auch, dass das jeder zu Hause reproduzieren kann. Genau deshalb mache ich diese Videos. Die Idee ist daraus entstanden, zu überlegen aus Zuschauersicht, welches Rezept hilft mir denn jetzt weiter? Welches Rezept funktioniert genau so, wie es gezeigt wird? Und für welche Anleitung sollte ich mich am Ende privat entscheiden? Und genau das möchte ich hier in diesem Video euch mit auf den Weg geben und bei so einem Video hier vielleicht den ein oder anderen Mehrwert nochmal mit dazugeben. Was bitte auf gar keinen Fall so rüberkommen sollte, als würde ich hier irgendwen meiner Kollegen diskreditieren wollen. Ganz im Gegenteil. Ich kann jetzt schon mal sagen, alle drei Videos sind wirklich gut. Ich weiß aber eben auch aus YouTuber-Sicht, man vergisst immer den einen oder anderen Punkt, beziehungsweise legt auf bestimmte Sachen mehr Wert, als der Zuschauer es tut. Und man kann nie bei Hunderttausenden von Zuschauern sicherstellen, dass auch jeder alles am Ende richtig verstanden hat. Und dieses Video kann dem vielleicht sogar Abhilfe schaffen. Und deswegen jetzt schon mal vorab, lasst ein bisschen Support da bei den einzelnen Kanälen. Jedes dieser Videos lässt sich sehen. Das ist ja auch der Grund, warum ich diese drei Videos gewählt habe, weil sie im Grillbereich die drei erfolgreichsten und meistgesehenen Videos sind. Und das hat natürlich auch seinen Grund. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit Schritt Nummer 2. Und da geht es darum, sollte ich mein Steak vorher rauslegen oder nicht. Und bei zwei Videos wird empfohlen, das Steak 60 bis 90 Minuten vorher rauszulegen. Und zwar empfiehlt der Oliver Sievers bei Don Kane, das Steak 60 Minuten vorher aus dem Kühlschrank zu holen und es schon mal auf Zimmertemperatur kommen zu lassen. Und auch Rub & Smoke empfiehlt es, 90 Minuten vorher aus dem Kühlschrank zu holen und auf Zimmertemperatur zu lassen. Nur die Sizzle Brothers sagen, nee, das braucht man nicht. Man kann es direkt aus dem Kühlschrank holen. Deswegen haben wir jetzt dieses Steak hier aus dem Kühlschrank geholt, bei Kühlschranktemperatur. Und diese beiden Steaks entsprechend 60 und 90 Minuten lang schon bei Zimmertemperatur hier draußen liegen gelassen. Wir werden die auch gleich alle drei grillen und dann können wir einen Vergleich ziehen. Ich kann euch aber jetzt schon mal verraten, einen Unterschied wird das nicht machen. Kommen wir deshalb jetzt direkt zu Schritt Nummer 3 und zwar das Thema vorher salzen, nachher salzen. Was ist denn jetzt richtig? Und hier haben wir auch wieder Oliver Sievers und Rub & Smoke bei einer Meinung und zwar 15 bis 20 Minuten vor dem Grillen von beiden Seiten großzügig salzen. Und die Sizzle Brothers sagen, nee, vorher salzen nicht. Sie werden es jetzt nur noch nachher salzen, weil sie für sich herausgefunden haben, immer wenn sie vorher salzen, müssen sie im Nachhinein nochmal nachsalzen. Und deswegen sagen sie, das macht keinen Sinn, das Steak vorher zu salzen. Ob das wirklich so ist, sehen wir am Ende des Videos, denn da gibt es natürlich noch mal ein Fazit, eine Zusammenfassung und noch ein paar extra Tipps, deshalb dranbleiben. Und falls euch das Video am Ende gefallen hat, gerne nicht nur bei den Kanälen ein Abo dalassen, sondern gerne natürlich auch hier auf dem Kanal und einen Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare, was ihr hier so als nächstes sehen wollt zu diesen Vergleichstests oder generell an Rezepten. Weiter geht's mit Schritt Nummer 4 und hier gehen wir jetzt direkt an den Grill und heizen den Grill vor bzw. fetten ihn ein und bürsten ihn ab. Das ist in jedem Video leicht anders erklärt. Die Sizzle Brothers verzichten darauf, dazu was zu erklären. Bei Rub & Smoke wird gesagt, der Rost sollte eingefettet werden, nicht das Steak, sondern der ganze Rost, damit wir auch den Rost pflegen. Bezieht sich auf Gusseisenroste, er nimmt dazu eine Zwiebel, kann man ganz gut machen. Finde ich nur immer ein bisschen Lebensmittelverschwendung, wenn ich die Zwiebel nicht auch irgendwie danach verwende. Deswegen benutze ich ein anderes Mittel. Und
Oliver Sievers bei Don Kane ergänzt das Ganze noch übers Abbürsten, das heißt den Grill vorheizen, abbürsten und dann einfetten. Dafür nimmt er normales Pflanzenöl und ein Zeber. Kann man auch sehr gut machen, aber auch diese Variante hat ihre Nachteile. Und zwar ist ein Gussrost immer leicht rau von der Oberflächenstruktur und das Zeber auf einem heißen Rost würde sehr schnell abflusen. Das heißt, ich habe von der Küchenrolle diese ganzen Partikel am Rost kleben und das ist nachher auch nicht so schön. Und deshalb nutze ich mittlerweile, ja, zugegebenermaßen, es ist relativ faul, aber es ist einfach super praktisch und erleichtert das Leben, ein Fettrennspray. Mit dem Fettrennspray habe ich eine perfekte Zerstäubung. Der Rost ist perfekt gepflegt und eingefettet, direkt von oben und von den Seiten. Ich brauche nicht viel machen. Ich verschwende keine Zwiebel, ich verschwende keine Küchenrolle. Ich verschwende natürlich leider eine Spraydose. Das heißt, auch das ist natürlich nicht das Beste für die Umwelt, aber es ist einfach super praktisch und mein way to go. Jetzt habt ihr aber mal drei verschiedene Methoden gehört und könnt für euch überlegen, welche Methode für euch die beste ist. In Schritt Nummer 5 darf unser Steak jetzt endlich auch auf den Grill wandern und hier erklären das auch alle drei Videos leicht unterschiedlich. Bei den Sizzle Brothers wird empfohlen, das Ganze auf einem Oberhitzegrill oder auf einer Sizzle Zone zu machen, damit man dort eine flächendeckende Kruste bekommt. Muss ich sagen, ist eine prima Methode, wenn nicht sogar meine Lieblingsmethode, um ein Steak zu grillen. Bei den anderen beiden Videos wird es klassisch gegrillt auf dem Rost. Alle drei benutzen allerdings einen Gasgrill, kein Kohlegrill. Bei einem Kohlegrill wäre es ähnlich wie bei einer Sizzle Zone. Bei den Sizzle Brothers muss man noch ergänzen, die erwähnen es auch, wie man das mit Holzkohle auf dem Anzündkamin machen kann. Also hier gibt es noch mal ein paar Infos on top. In dem Video von Rub 'n Smoke wird viel Wert darauf gelegt, das Steak erstmal auf 10 Uhr zu legen und danach auf 2 Uhr, damit wir dieses Schachbrettmuster in unser Steak bekommen, was besonders schön aussieht und natürlich mehr Röstaromen gibt, als wenn wir es nur auf eine Seite auflegen. Bei Oliver Sievers wird hingegen mehr Wert darauf gelegt, dass das Steak von beiden Seiten von jeweils 2 Minuten angegrillt wird und dann in den indirekten Bereich wandert. Das bedeutet, bei Oliver Sievers, Don Kane, haben wir auch eine Zeitangabe, bei den anderen beiden nicht so wirklich. Und da muss ich auch für euch sagen, eine Zeitangabe wünscht man sich als Zuschauer immer, ist aber schwierig zu sagen. Es kommt ganz stark auf den Grill an, auf die Leistung des Grills, auf das Steak, wie lange ihr vorgeheizt habt. Und da muss man mit der Zeit für seinen Grill ein Gefühl bekommen, ob man jetzt 30 Sekunden braucht, 60, 90 oder 120. Und deswegen möchte ich jetzt schon mal ergänzen, lieber einmal zu oft drehen als zu wenig. Denn wenn die Streifen schwarz sind, dann ist das Fleisch bitter und das tut keinem Steak gut. Deswegen lieber einmal zu früh drehen, dann habe ich noch nicht diese braunen Röstaromen, die ich haben will, kann es dafür aber die ganze Zeit flippen. Und nein, ein Steak wird dadurch nicht trockener, ganz im Gegenteil. Bevor wir jetzt zu Schritt Nummer 6 kommen, nochmal kurz der Tipp für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. 22.04.2023 solltet ihr das Barbecue-Fest des Jahres nicht verpassen. Es wird Barbecue-Spezialitäten en masse geben. Es wird die Neuheiten aus der Grillbranche geben. Es wird viele bekannte Gesichter und Influencer geben, die mit dabei sind. Es wird natürlich Hammer-Angebote geben, viele nette Leute und ganz viel Spaß. An dem Tag solltet ihr auf jeden Fall dabei sein. Alles weitere dazu unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 6. Und zwar haben alle jetzt hier ihr Steak vorwärts gegrillt. Das bedeutet, in Schritt Nummer 2 nach dem Angrillen kommt natürlich das Gar ziehen lassen. Und hier beschreiben das auch alle drei Videos wieder leicht unterschiedlich. Die Sizzle Brothers geben eine Temperatur an, eine Deckeltemperatur von ca. 110 bis 130 Grad Celsius. Finde ich, ist eine sehr gute Angabe. Und wichtig ist natürlich auch, das Steak sollte nicht direkt über einem Brenner liegen, weil es ansonsten auch Strahlungshitze von unten abbekommt. Und das erwähnen die anderen Videos nochmal ein bisschen ausführlicher. Dafür geben die keine Deckeltemperatur an. Beim Video von Oliver Sievers von Don Kane, er sagt nur, das Steak soll möglichst weit weg liegen von dem Brenner, der an ist. Und im Video von Rub 'n Smoke wird gesagt, es soll ein Brenner auf kleinste Stufe gedreht werden und das Steak soll in den indirekten Bereich daneben gelegt werden. Das ist natürlich jetzt schwierig, wenn ich einen 2-Brenner, 3-Brenner, 4-Brenner, 6-Brenner habe, das dann auch wirklich genauso einzustellen, wie ich es haben will. Was ich gut finde beim Video von den Sizzle Brothers, wird dazu gesagt, je niedriger die Temperatur ist, desto länger dauert es, aber der Bratenrand wird umso kleiner und das Steak bleibt saftiger. Und das ist tatsächlich auch so. Und ein guter Kompromiss sind auch so 110 bis 130 Grad. Das solltet ihr also als Deckeltemperatur an eurem Grill anpeilen. Und das Steak sollte auch wirklich möglichst weit von den direkt angeschalteten Brennern weg sein. Ihr könnt aber ab einem 4-Brenner auch ruhig 2 Brenner auf niedrigste Stufe anschalten. Unter der Voraussetzung, ihr steigt mit dem Deckelthermometer nicht zu hoch. Also 110 bis 130 ist optimal. Die Grenze sollte sein 150 Grad. Mehr würde ich nicht haben, ansonsten wird so ein Steak weniger saftig, als es sein muss. Wenn ihr aber sagt, ihr habt Zeitdruck, könnt ihr die Temperatur auch bis auf 180 Grad erhöhen, dann wird es halt nicht perfekt, ist allerdings in circa der Hälfte der Zeit schon fertig.
Wann so ein Steak denn jetzt fertig und perfekt ist, klären wir in Schritt Nummer 7, und zwar dem Gargrad. Beim Video von den Sizzle Brothers habe ich tatsächlich nicht raushören können, was die perfekte Kerntemperatur ist. Bei dem Video von Rub & Smoke wird gesagt, 52 bis 54 Grad, also medium rare, sei die perfekte Kerntemperatur für Steaks. Und bei der Anleitung von Oliver Sievers, bei dem Kanal von Don Carne, wird gesagt, dass das Steak 57 Grad Celsius haben sollte. Und es wird der Tipp dazu gegeben, es bereits bei 55 Grad vom Grill runterzunehmen, weil es im nächsten Schritt noch ruhen müsste. Und das klären wir jetzt in Schritt Nummer 8. Ruhen lassen des Steaks im Nachhinein. Ist das wirklich notwendig? Und wenn ja, wie lange? Und alle drei sagen hier, ja, auf jeden Fall das Steak nach dem Grillen ruhen lassen, damit das Fleisch sich wieder entspannen würde und die Säfte sich im Fleisch wieder verteilen können und somit nachher das Steak saftiger ist. Muss man das wirklich? Kommen wir am Ende des Videos vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Aber hierzu ist mir noch wichtig zu erwähnen, die Sizzle Brothers und Rub & Smoke erwähnen leider keinerlei Zeit, wie lange das Steak denn jetzt ruhen sollte. Und viele schreiben immer in die Kommentare bei allen Videos, die ich so kenne, wie lange soll ich mein Steak ruhen lassen? Immer wenn ich das mache, ist es danach kalt. Ich würde ungern kaltes Steak essen. Wie macht ihr das? Wie soll das funktionieren? Irgendwie kriege ich es nicht wirklich hin. Und deswegen gibt es am Ende des Videos den ultimativen Tipp, wie ihr das perfekt hinbekommt. Oliver Sievers bei Don Carne sagt allerdings, 5 Minuten ruhen lassen, und deswegen werden wir das gleich auch exakt so tun und auch für die anderen Steaks übernehmen, damit wir diese Vergleichbarkeit haben. Dazu übrigens noch ein wichtiger Punkt vom Anfang. Bei Rub & Smoke wurde erwähnt, so ein Steak sollte 3 cm stark sein. Deswegen habe ich jetzt alle drei Steaks auch auf 3 cm geschnitten, damit wir dieselbe Steakdicke haben, um wirklich einen Vergleich nachher auch machen zu können. Kommen wir jetzt zum letzten Schritt, und zwar dem 9. Schritt. Und das ist tatsächlich meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte beim Thema Steak und einer der Punkte, die am meisten, am häufigsten falsch gemacht werden. Und zwar ist das der richtige Anschnitt. Und dazu erwähnen Oliver Sievers und der Frank von Rub & Smoke leider nichts. Die Sizzle Brothers erwähnen das allerdings und sagen, man soll gegen die Faser schneiden. Problem ist jetzt bei einem Ribeye oder Rumpsteak, und auch die Sizzle Brothers zeigen in ihrem Video ein Rumpsteak und zeigen auch dort, wie die Fasern verlaufen. Das Problem dabei ist jedoch, ich kann da eigentlich gar nicht gegen die Fasern schneiden. Denn egal, ob ich jetzt quer durch Steak schneide oder längs durch Steak schneide, ich schneide immer mit den Fasern, weil die eben von oben nach unten verlaufen. Und das bedeutet, ich würde euch immer empfehlen, ein Steak schräg anzuschneiden. Denn in dem Moment, wo die Fasern gerade verlaufen und ich schräg durch Steak schneide, durchtrenne ich die Fasern erneut und das Mundgefühl ist nachher deutlich zarter. In Kapitel Nummer 10 kommen wir jetzt zum schönsten Part, zumindest für mich. Ihr dürft nämlich nicht probieren. Und zwar werde ich die fertigen Steaks jetzt einmal verkosten und euch das Fazit dazu nennen. Hat leider nicht ganz funktioniert. Eine Variante war deutlich schneller als die anderen beiden, und zwar die Variante von den Sizzle Brothers. Das liegt zum einen daran, dass wir am Anfang das Steak bei einer noch höheren Temperatur angegrillt haben als bei den anderen Varianten. Und es liegt daran, dass wir nachher wirklich definiert auch 110 bis 130 Grad Deckeltemperatur hatten. Bei den anderen Varianten hatten wir keine Deckeltemperatur vorgegeben, sondern das Steak möglichst weit von der Flamme wegzulegen. Und da haben wir jetzt in unserer Variante mit einem Breuking 4-Brenner-Garraum eine deutlich niedrigere Temperatur anliegen gehabt. Was bedeutet, die anderen Steaks brauchen noch ein bisschen. Das Steak von den Sizzle Brothers haben wir jetzt tatsächlich schon ruhen lassen, auch für 5 Minuten, damit wir es gleich auch gut vergleichen können mit den anderen beiden Steaks. Und wir haben es jetzt im Nachhinein aufgeschnitten gesalzen, also nicht das fertige Steak, sondern die einzelnen Tranchen. Vom Ergebnis muss man sagen, das ist das Steak, wo ich jetzt schon sagen kann, das hat die meisten Röstaromen. Der Bratenrand hält sich sehr in Grenzen. Trotzdem muss man sagen, der Bratenrand ist klar erkennbar, auch wenn er nicht sonderlich groß ist. Ich würde sagen, das tut dem Steak gar keinen Abbruch, denn das Steak ist unfassbar saftig und der Gargrad ist wirklich schön gleichmäßig. Und ich habe jetzt auch dieses Steak hier auf final 57 Grad Kerntemperatur ziehen lassen. Zum Ruhen lassen sage ich aber nachher noch was am Ende des Videos. Jetzt verkoste ich erstmal. Es ist ein hervorragendes Steak. Ob das jetzt die perfekte Methode war, können wir als Fazit ziehen, wenn wir die anderen beiden Steaks auch getestet haben. Das erste Steak ist verputzt und ich hoffe sehr, dass die anderen beiden genauso gut schmecken. Die haben jetzt circa 10 Minuten länger gebraucht als das andere Steak. Es muss allerdings nicht der Fall sein, dass das bei euch zu Hause genauso reproduziert wird. Es kann auch genau gegenteilig sein, dass die hier schneller sind als das andere Steak. Und deswegen klären wir am Ende des Videos noch, worauf es wirklich ankommt beim Steakgrillen. Jetzt schneiden wir aber erstmal an und schauen, ob die genauso gut aussehen. Die durften jetzt übrigens auch ihre 5 Minuten ruhen, damit wir faire Verhältnisse schaffen.
Der Gargrad sieht auch hier fantastisch aus. Ich würde auch sagen, nahezu identisch. Das haben wir schon mal alles richtig gemacht. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich will auch diese hier probieren. Und das sind ja jetzt die Steaks, die wir vorher gesalzen haben. Die haben also jetzt kein Salz mehr gesehen. Sage ich gleich was zu. Einmal im direkten Vergleich jetzt. Nahezu identisch, muss man sagen. Salzgehalt bei beiden gleich und gut. Also ich muss sagen, dieses 15 Minuten vorher salzen reicht für mich genauso aus wie nachher salzen. Ich weiß aber auch, dass es da andere Meinungen gibt und es wird auf diesem Kanal bald mal, hoffentlich bald, dauert vielleicht noch ein bisschen, ein Video geben, wo dieses Thema wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Das braucht allerdings tatsächlich seine Zeit und bis dahin kann man sagen, geschmacklich jetzt, beides ziemlich gut. Ich würde erstmal jedem überlassen, es so zu machen, wie er es möchte. Haben wir durch das Salz jetzt eine bessere Kruste? Eher nein. Die Röstaromen bei diesen beiden Steaks sind tatsächlich etwas weniger ausgeprägt als bei dem Steak, was auf der Sizzle Zone gemacht wurde, also über einen Keramikbrenner bei noch höherer Hitze. Und dort habe ich auch das Steak notgedrungen häufiger gewendet, weil eben natürlich die Hitze deutlich höher war. Hätte ich es dort 2 Minuten liegen lassen auf einer Sizzle Zone mit einem Gusseisenrost, dann weiß jeder, der schon ein paar Mal gegrillt hat, das wäre einfach nur schwarz geworden. Und deswegen habe ich das natürlich häufiger gewendet als diese beiden Steaks. Ich habe auch das Steak hier von Oliver Sievers nur einmal von jeder Seite angegrillt und nicht im Schachbrettmuster, wie das hier vom Frank von Rub 'n Smoke, denn das hat natürlich sein Schachbrettmuster und das bei Oliver Sievers habe ich nicht mit einem Schachbrettmuster versehen, weil das im Video zumindest für mich nicht so rüberkam, als hätte er das erklärt und ich wollte mich einfach an diese Anleitung so getreu wie möglich halten. Jetzt darf mein Team hier verkosten und dann kommen wir zum Fazit und zu weiteren wichtigen Tipps zum Abschluss des Videos. Fassen wir zusammen. Der Bratenrand bei allen drei Steaks war zwar minimal da, aber nicht wirklich unterschiedlich, egal ob wir das Steak vorher rausgelegt haben oder nicht. Und man muss auch dazu sagen, jeder, der professionell Steaks grillt, legt seine Steaks nicht vorher raus. Nicht eine Stunde, nicht anderthalb, nicht 2 Stunden, sondern holt die direkt aus dem Kühlschrank. Und wenn das wirklich so einen großen Nachteil bringen würde, dann könnte man in der Sterneküche oder bei irgendwelchen Wettkämpfen eigentlich sein Steak gar nicht perfekt grillen, sondern müsste immer Abstriche machen, weil man gar nicht die Zeit hat, es vorher rauszulegen. Dazu kommt, ein Steak einfach 2 Stunden bei Zimmertemperatur so im Raum liegen zu lassen, ist gesundheitlich jetzt auch nicht der Optimalfall. Es passiert in der Regel nichts, aber man muss es eben nicht tun. Und deswegen ist meine Empfehlung ganz klar, holt euer Steak aus dem Kühlschrank und grillt es sofort. Egal, ob ihr es vorher salzt oder nicht, aber ihr braucht es nicht vorher liegen lassen. Es bringt euch keinen Vorteil und es einfach aus dem Kühlschrank zu nehmen, ermöglicht es euch, viel flexibler zu agieren und entspannter zu grillen. Zum Salzen habe ich schon was gesagt, macht es so, wie ihr es lieber mögt. Bringt es eine bessere Kruste, wenn ich das Steak vorher salze? Jein, nicht so wirklich, in unserem Vergleich jetzt tatsächlich gar nicht. Aber es liegt auch daran, dass wir auf der einen Seite das eine Steak auf einer Sizzle Zone zubereitet haben, die anderen normal über dem Grill. Das sind unterschiedliche Hitzequellen, auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, wie grill ich mit einer Sizzle Zone richtig. Und ich habe auch ein Video gemacht, wie sind die unterschiedlichen Temperaturen im Grill und wie nutze ich die richtig. Es gibt einen massiven Unterschied zwischen Konvektionswärme und Infrarotstrahlung. Und bei einer Sizzle Zone nutze ich eben vorwiegend die Infrarotstrahlung und beim Grillen nutze ich vorwiegend die Konvektionshitze. Und deswegen war jetzt dieses Thema Krustenbildung nicht so wirklich vergleichbar. Was man aber festhalten muss, hohe Hitze beim Angrillen für eine kurze Zeit bringt Röstaromen, die bringen Geschmack. Ob ich das auf dem Grill mache oder auf der Sizzle Zone, spielt keine Rolle. Was ich aber jetzt hier ergänzend zum Video dazu sagen möchte, nicht nur einmal drehen, auch nicht nur zweimal drehen. Dreht so oft, wie es notwendig ist, damit ihr so viele Röstaromen wie möglich an euer Steak bekommt. Vielleicht auch mal auf dieses Schachbrettmuster verzichten, denn das sieht zwar schön aus, sorgt aber dafür, dass wir überall innerhalb dieser Karos nicht so viele Röstaromen haben. Und ich muss sagen, das bringt tatsächlich nochmal einen Geschmackskick. Also auf einer Sizzle Zone grillen, auf einem Oberhitzegrill grillen oder auf dem Rost das Steak möglichst oft wenden, damit das Steak so viele Röstaromen bekommt wie nur möglich. Zum Thema gar ziehen lassen würde ich euch empfehlen, wirklich so wie die Sizzle Brothers das gesagt haben, 110 bis 130 Grad Deckeltemperatur, möglichst weit entfernt von der Hitzequelle, so wie Oliver Sievers das gesagt hat. Aber diese Deckeltemperatur von 110 bis 130 Grad sollte ich haben, damit ich in einer annehmbaren Zeit auch mein Steak essen kann. Bin ich deutlich darunter, dauert es teilweise 1 Stunde oder 1,5 Stunden, bis so ein Steak mal fertig sein kann, je nach Dicke und Ausgangstemperatur. Das wäre der einzige Vorteil beim Steak vorher rausnehmen, dass es dann vielleicht 20 Minuten kürzer auf
auf dem Grill braucht. Wenn ich es dafür aber 2 Stunden vorher aus dem Kühlschrank rausholen muss, dann habe ich wieder 1 Stunde 40 verloren. Diese Rechnung geht also nicht ganz auf. Kommen wir jetzt zum Ruhenlassen nach dem eigentlichen Grillen. Und wir haben jetzt alle 3 Steaks vorwärts gegrillt. Das heißt, erst hohe Temperatur, dann niedrige Temperatur und beim Ruhenlassen natürlich noch niedrigere Temperatur, nämlich bei Zimmertemperatur. Ist das wirklich notwendig? Beim Vorwärtsgrillen nicht so wirklich. Wir haben hier die Steaks 5 Minuten ruhen lassen. Wir mussten aber feststellen, wenn wir das Kernthermometer währenddessen stecken lassen, dass die Temperatur bei dieser Vorwärtsvariante nur noch um 0,1, 0,2 Grad gestiegen ist und danach auch wieder gesunken ist. Und das innerhalb von wenigen Sekunden. Und diese Zeit brauche ich sowieso, um mein Steak vom Grill zu meinen Gästen zu transportieren und vielleicht dann dort vor Ort aufzuschneiden. Oder wo das Steak dann dort auf dem Teller liegt, bis man es dann aufschneidet, hat man so oder so 1, 2, 3 oder sogar 5 Minuten schon an Zeit verbraucht. Wenn ich es vorher noch liegen lasse, dann wird das Steak einfach mit der Zeit immer kälter. Und das ist ja genau das Problem, was viele haben, die immer auf den Trick hören, das Steak nachher ruhen zu lassen und sagen, ja, das Steak ist dann aber kalt, es schmeckt dann nicht mehr. Und deswegen mein ultimativer Tipp, macht es genau so, dass ihr das Kernthermometer, sei es ein Einstechthermometer oder ein kabelgebundenes, einfach nach dem Grillen im Fleisch drin lasst und dann schaut, dass wenn ihr das Fleisch vom Grill geholt habt, die Temperatur weiter steigt. Sollte sie nicht weiter steigen, sondern das erste Mal schon um 0,1 Grad sinken oder um 1 Grad sinken, dann schneidet ihr das Steak an, denn dann kann es auch nicht noch weiter ruhen und die Fleischsäfte können sich dann auch nicht noch weiter verteilen. Wenn es anfängt wieder abzukühlen, entsteht nichts Positives mehr, das Fleisch wird einfach nur kalt. Deswegen mein ultimativer Tipp, wenn ihr es ruhen lassen wollt, lasst das Kernthermometer im Fleisch und sobald die Temperatur anfängt zu sinken, sei es nur um 0,1 Grad, dann ist der richtige Zeitpunkt für einen Anschnitt. Jetzt haben wir in diesem Video unglaublich viele Informationen zum Thema Steakgrillen geklärt. Und ich habe auch ganz am Anfang meiner YouTube-Karriere mal ein Video gemacht, wo ich in 14 Schritten alles erklären wollte, alles abdecken wollte und ganz genau präzise erklären wollte, wie man das perfekte Steak grillt. Und 2 Jahre später habe ich mich dazu entschlossen, nochmal ein Video zu machen und zu sagen, eigentlich braucht ihr nur 2 Schritte. Wenn ihr jetzt sagt, das war mir zu wissenschaftlich, ich will keine Wissenschaft draus machen, dann ist genau das richtige Video für euch. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, genauso wie die 3 Videos, die wir hier heute miteinander verglichen haben. Und das beste Grillzubehör wie immer. Falls ihr also daran Interesse habt und den Kanal hier ein bisschen supporten wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.